In Chilocuanas angekommen, auf dem Campusino. Hier gucken wir mal, ob wir hier die nächste Station aufbauen werden, um einen zentraleren Punkt zu haben, näher an den Dürregebieten dran zu sein. In dem Gespräch wird gerade geklärt von den Regenfällen, die hier herrschen, wie viel Regen fällt und wie weit es in den Boden einsackt. Hat natürlich den Vorteil, dass bedingt dadurch weniger zugewässert werden muss. Und im Moment beginnt die Regenzeit. Immer wieder sieht man zwischen den Resten der Bäume gerodete Flächen, die eigentlich mal für die Agrikultur da gewesen sind. Helfer sind mitgekommen, damit wir doch schon in der fortgeschrittenen Stunde bei der Temperatur die Bäume schnell in die Erde bekommen und sie mit Wasser versorgen können. Eine so eine Kiste, kann man sagen, wiegt ungefähr gut 100, 150 Kilo. Die erste Fuhre aus dem Auto in den Laden wird erstmal auf Position gebracht. Die hier ausgedörrten Böden haben nur noch Sand und sind für die normale Agrikultur von Kartoffeln, Mais, Karotten etc. nicht mehr geeignet. Jetzt fangen wir erstmal an eine Linie, alle 2,50 Meter, einen Baum. Die ersten Bäume sind in der Erde. Straight on, eine Reihe erstmal bis hinten durch. Wasserversorgung auf die einfachste Art und Weise. Es wird mit dem Eselkarren zum Boden gefahren. Chilocuanas hat einen speziellen klimatischen Hintergrund. Es kann in Piura trocken sein. In Chilocuanas hat man häufig doch zu dieser Jahreszeit gute Regenfälle. Das heißt also, wir können hier die Nebenbäume sowohl bei etwas mehr Wasser sehr gut testen, wie auch zum späteren Zeitpunkt, wenn die Trockenzeit wieder da ist, bei weniger Wasser. So, im ersten Ansatz haben wir hier vorne drei Reihen gemacht, um auch zu wissen, wie die Wachstumsquote zwischen den Reihen ist. Dort hinten, wo dieser Baum steht, das ist kein Nebenbaum, haben wir bewusst dicht dran gepflanzt, um festzustellen, wie es mit einer dicht Fremdbepflanzung aussieht. Und dahinter sind dann wieder die Reihen frei bis hinten zur Grenze. So, jetzt nochmal kurz Lagebesprechung, Einweisung der Leute, damit sie zu wissen, was sie nächste Woche zu tun haben. Weil wir werden erst im Laufe bzw. Ende nächster Woche wieder herkommen, um zu kontrollieren. Das muss ganz einfach funktionieren, dass die Leute mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung diese Pflanzen pflegen. Weil es sind ihre Pflanzen und nicht unsere. Diese Aktion begleitet unser Freund Klaus Mucke aus Hannover, der auch hier vor Ort lebt, Mitglied bei Plan Verde ist und seine Hilfe für dieses Projekt zur Verfügung gestellt hat. Wenn dieses in dem Bereich gut angeht, werden wir eine weitere Fläche hier mit nochmals 100, 200 Pflanzen bepflanzen, um ganz einfach Nähe der beginnenden Selva eine Station zu haben, wo wir von hier aus die in höheren Lagen gelegenen Campusinos mit dem Nebenbaum und all seinen Vorteilen versorgen können.